Hallo, hallo. Ich stehe hier und spitze meine am meisten verwendeten Farben an. Und da dachte ich, kann ich auch auf den Knopf drücken. Und das schon mal starten. Aber wir warten noch. Ist denn schon jemand hier? Ich sehe fünf Leute. Hallo. If there is somebody speaking English, let me know. Wollt ihr nicht mit mir reden? So, I hope that this time everything with the direction of my screen is fine. Let me know it, please. Hallo Manuela. Ich hoffe, dass diesmal mit meiner Bildschirmausrichtung alles korrekt ist. Lasst mich das bitte wissen. Ja, es dauert, glaube ich, immer einen Moment, bis es übertragen wird. Das ist so ein bisschen zeitversetzt. Let us wait 1 minute. Hallo Nicole, let us wait 1 minute so till it's 4:30. Lasst uns noch einen Moment warten, dass es wirklich 16:30 Uhr ist. Okay, everything fine with the lightning? Ist mit dem Licht auch alles gut? Gebt mir mal Bescheid. Toppi. Okay, super, seid's fein. Kann mir mal jemand die aktuelle Uhrzeit durchgeben? I was thinking that in the left corner of my screen, that's the time that we have. Hola. But it's the time of the life. Oben links wird mir angezeigt, live 2 Minuten 40. Und ich dachte gerade, das ist die restliche Zeit bis 16:30 Uhr. Aber nein, die Zeit wird ja mehr und nicht weniger. Also es ist die Zeit, die ich jetzt schon online. Oh weia. Okay. Lasst uns mal erst über das Material reden, mit dem ich arbeiten werde. Ganz kurz. Ich halte das kurz und knapp. Ihr seht hier schon so ein paar Blümchen. Let us first talk about the materials, about the pencils, the colors that I use. I will keep it very fast, so here you can already see some samples. Ich habe ja geschrieben Watercolor Pencils, ne? Und more, aber ich hatte vorher Watercolor Pencils geschrieben. Und das ist nur tatsächlich nur bedingt richtig. Und zwar haben wir zwei verschiedene Varianten. Das sind, also das hier ist ein echter Aquarellstift, in dem Fall von Albrecht Dürer Faber-Castell. I've wrote watercolor pencils, but it's only the half truth, because this are from the company Faber-Castell is a real watercolor pencil, but I like to work with a Derwent Inktense, and this is something different. Ich mag es halt auch mit den Derwent Inktense zu arbeiten, aber das ist was anderes. Ja, das ist kalt gepresste Tusche und da gibt es einen großen Unterschied. There is a big difference between them, so if you are working with watercolor, your painting will not dry waterproof, so it stays water soluble. You can always work on it, but here it dries waterproof. So if you are going over it with the next colors and water, it stays like it is. Ja, also der lässt sich immer weiter anlösen wie ein echter Aquarellstift.
aber die Tusche trocknet wasserfest auf. Das heißt, wenn ihr da irgendwas malt dann oder zeichnet und ihr geht später mit weiteren Schichten drüber, bleibt das fest. Also es ist wasserfest. Ja. They are very high pigmented, like them too. Die sind ganz hoch pigmentiert. And they are soluble with water, but only for one single time. And then they are waterproof. Ja, also die sind wasserlöslich, diese hier, aber nur ein einziges Mal. Und danach trocknen sie wasserfest. So. Ich benutze beide, je nachdem, was ich machen will. I work with both of them, depends what I will do. And with a third thing, and these are the watercolor brush pens, like these. Ja, und mit einer dritten Sache, das sind die Brushmarker. Die haben auch eine Besonderheit. Und da fange ich dann auch gleich mit an. I like to work with them too, but they are a little bit special. I will show you it in a minute. Und dann habe ich Fineliner, Black Fineliner Additional. And I like for my highlights some white Fineliner too. Ich werde euch Links zu bestimmten Sachen nachher in die Informationsbox packen, damit ihr die einfach findet. I will add you later in the information box some links to all these products here. Okay, so let's start. Lasst uns anfangen. Ich mache die hier mal ab. Und oftmals ist es ja so, dass ja, dass jemand, der gerade anfängt, oftmals denkt, wenn irgendwas nicht so klappt, das wäre sein Fehler. Ne? Often, if you are a beginner and something doesn't work like it should, you think it's your mistake. But it's sometimes it's not. So I will start to show you one big thing that's important to know. So these are very fantastic to work with to create such flowers. Die hier, die sind super, super, um damit zu arbeiten. Aber sie funktionieren nicht auf jedem Papier. They don't work on every paper. So that's a watercolor paper. Das ist ein Aquarellpapier. Und ich male damit jetzt mal und werde das versuchen zu vermalen mit Wasser. And I will try to blend it with water and like you can see, nothing happens. So not a big thing. Ja? Also da passiert nicht viel. So they need the right paper because then it can look like this. Hier mache ich das gleiche nochmal. Die brauchen das richtige Papier. Wenn ich das gleiche hier nochmal mache, ich mache überhaupt nichts anders und an meinem Pinsel ist auch nichts anderes dran, ja, dann guckt mal, wie schön. Das ist das, was es sein soll. Ich zeige euch das deshalb, weil das echt so ein Effekt ist, ja, ihr bekommt so eine Stifte und probiert damit zu malen und denkt, was habe ich denn da für einen Schrott gekauft oder ich bin zu blöd. Und dabei liegt es tatsächlich am Papier. I tell you this because I imagine that you buy some brush pens like this and you will try them and you do it like this. So you think you have made a mistake or what is that? That doesn't work. But in reality, it's only a question of the right paper. Okay? So, then, jetzt. Jetzt zeige ich euch ganz kurz, wie wahrscheinlich die meisten Leute Aquarellstifte benutzen. I will show you how I think the most people are using watercolor pencils. And then I will show you the different way like I use them.
Ja, als erstes, also wie die meisten Leute wahrscheinlich Aquarellstifte benutzen. Und dann zeige ich euch, wie ich die benutze. So, ich mache mal hier einfach eine Plattform. I created a simple leaf shape. Na. Und dann mache ich gleich zwei Farben rein und überblende die so. Das hat eine Menge zu tun in dem Moment halt auch mit Zeichnen. Aber es geht viel einfacher. I do it in two colors and I blend them together. That it's a kind of drawing, but it works much easier. I will show you in a minute. Ja, und das Ganze mache ich jetzt, vermale ich jetzt mit Wasser. Das sind die Aquarellstifte. Then I blend all this together with water and these are the watercolor pencils. Dann kann man das hier natürlich auch ein bisschen auflösen. You can do something like this too. Wie intensiv eure Farbe auf dem Papier ist und wie gut sich die Linien auflösen lassen, hängt ab vom Papier, von der Wassermenge und von dem Druck, den ihr gebt. Ja, das ist auch bei den Inktense-Stiften genauso. What you get depends of different things. So, one time it depends of your paper, because every paper is different. Then of the amount of water that you use or how wet is your paintbrush. And with how much pressure you give on your pencil while working. I will show you this. Ja, ihr könnt also ganz weich hier arbeiten. Und wenn ihr jetzt den Druck erhöht, ja, dann seht ihr sogar die Papierstruktur bei mir. I start very soft here and then I add the pressure that I give on my pencil. And here is the texture to see from my paper. Und dann mache ich das gleiche wieder und vermale das. Ja, da seht ihr den Unterschied. Also das von da nach da, das viel intensiver wird. Das heißt, ihr könnt entscheiden, wie zart ihr arbeitet oder wie intensiv. So that means that you can decide how soft you work or with much more color intensity. Ja, und das Papier, die Wassermenge und die Art von Stift und wie sehr ihr Druck gebt, ist auch entscheidend dafür, wie gut sich diese Vorzeichnungslinien auflösen. So the paper and the kind of pencil and the amount of water are also important. How easy your pre-drawn lines will disappear. Nicht immer müssen alle Linien verschwinden, sondern man kann damit spielen. Manchmal macht es Sinn, sich diese zunutze zu machen und zu behalten. Not every pre-drawn line have to disappear. Sometimes it makes sense to keep them. So I will show you an example. Macht ihr eigentlich mit? Lasst mich das mal wissen, ob jemand von euch mitmacht mit Stiften. Is there somebody who are working in the same time like me and follow what I do? Or are you just watching? So. Now that's how the most people are using the pencils. Now I show you how I use them. Ja, also so machen das die meisten Leute, glaube ich. Die malen sich da was vor und jetzt zeige ich euch, wie ich das nutze. Und zwar einfach mal Krickel-Krackel.
try to do whatever, something like this. A shape like this. So I don't take attention. Ich passe überhaupt nicht auf. Einfach eine Form wie das. Da könnt ihr sogar die Augen zumachen. You can even close your eyes while doing this. Or you can talk at the phone. Just do something like this. Or like that. It's a kind of a warm-up. Ja, das, ihr könnt dabei telefonieren, ihr könnt dabei irgendwas machen und einfach ohne hingucken. Aufwärmübung. Und dann nehme ich eine zweite Farbe dazu. Und damit mache ich das Gleiche. Then I add a second color and I do the same. Don't take care, only have fun. Okay? Nur Spaß haben, einfach machen. And then additional, I add a third color. Und dann noch eine dritte Farbe. Und da gebe ich hier auch mal ein bisschen mehr Druck. Ja? And here I add some more pressure. You can see it, that there is a lot more of pigment going on the paper. Ja, ihr könnt es hier sehen, dass hier viel mehr Pigment auf dem Papier landet. So, also das hier, das Krickelkrake, kann jeder. This is, everybody is able to do this, even a 5-year-old child. So, just play around with lines starting always here in the center and you do something like this. Don't take care. Ja, das hier kann wirklich jeder. Ein 5-jähriges Kind einfach mal so. Da kann man auch gut seine Aggression dran auslassen. So. Ich habe jetzt hier meinen Pinsel und der ist überhaupt nicht nass. Der ist wirklich nur feucht. Das ist jetzt, also der ist, ne, seht ihr hier, da ist nichts mit Wasser großartig. Das macht aber gleich einen Unterschied. Und dafür, das ist meine Probierblume. Ja, wir machen danach noch eine. So, I have my paintbrush here and it's just a little bit of moisture. You can see it. There is not big water. That's a flower to show you the difference. Und damit vermale ich das jetzt mal. Damit habe ich die totale Kontrolle. Ja, ich löse die Farbe an, ganz gezielt. Das bietet sich bei sowas an. Aber ich verwässere die nicht. Das wird dann sehr ordentlich und ein bisschen steif. In this way I have the complete control about the shapes because there is no water running on the paper. That's a good way for working with shapes. But it looks also a little bit stiff. So now I will add more water. Ja? And show you the difference. Hola! Jetzt mache ich da mehr Wasser dazu. Mehr Wasser? Salzwasser? Mein Gott. Und zeige euch mal den Unterschied. Ja? Da seht ihr, dass ich da jetzt viel mehr Wasser drauf habe. You can see that I have a lot more water on my paintbrush now. And I start here and go inside. And now I do nothing more than go over the lines. Ja? Ich mache jetzt gar nichts, außer über diese von mir vorher gemalten Linien zu gehen. Und da schön Wasser dazu zu geben. And I add water here and there and... It's a little bit like trying to clean the paper from dust. Es ist ein bisschen wie das Blatt abstauben. So mit dem Pinselwischer. Ja, und da seht ihr jetzt zum Beispiel, dass sich nicht jede Linie auflöst. Da. Wenn ich da jetzt länger drüber gehen würde, würde sie sich auflösen. Ist aber auch eine Frage eben vom Papier. Here you can see that not every line disappears, but it depends also from your paper and how you are working, how many times you are working and
going over it. But I like to keep some lines there. So, also, ich mag das, manche Linien zu behalten. Und ich löse das jetzt hier alles auf. Und ich kann natürlich dann damit auch extra Blättchen machen. Na, so, hier. Insofern da genug Pigment ist. And I can add some more leaves if there is enough pigment in the middle. And I can pull the pigment outside with water. So, wenn das aber nicht der Fall ist und ihr wollt hier sind tauchen irgendwelche Kommentare gerade auf. Was ist bei mir auch? Das hat sich gerade gedoppelt. Ich gucke mal kurz. Du, 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 du. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ist alles gut? Könnt ihr mir das mal kurz reinschreiben? Oder das wäre jetzt ganz doof, wenn da irgendwas nicht hinhaut. Is there everything fine? Okay, also wenn ihr hier in eurer Zeichnung was vergessen habt, ich speichere den Livestream, ihr könnt ihn danach nochmal gucken. Ich hoffe, dass da nicht irgendwie... I will save the Livestream, so if there is something with the connection now, you can watch it again later. And you have to, because I will add the links this evening. Ja, ihr könnt später gucken und das solltet ihr auch machen, weil ich dann die Links ergänze. Okay, also nochmal zurückgespult. Wenn ihr hier was machen wollt, was in euren Linien vorher nicht da war, if you want to add something that was not there before and you don't have enough pigment in the middle, one easy way to work free is to take your pencils. Ein einfacher Weg ist, eure Stifte zu nehmen and to rub off a lot of pigment on a paper and then you can pick your colors from there. Und dann könnt ihr eure Farben von hier wegnehmen und quasi wie eine ganz normale Aquarellfarbe verarbeiten. You can take the colors from there and then work with it like with another watercolor. And what I like to do. Und was ich gerne mache, da kriegen immer alle einen Anfall, wenn sie das sehen mit meinem Pinsel, aber das tut ihm nichts. What I like to do, so, some persons are crying, seeing me doing this with my paintbrush, but it's okay. I give pressure here on the tips. Ich gebe da Druck an den... an den Spitzen und damit kann ich noch mal so, ja, so kleine Effekte da reinziehen. So, zum Beispiel. Du, 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 du. So, it's a beautiful way to pull some lines in. And if you're working in this way, wenn ihr in dieser Art und Weise arbeitet, dann seht ihr vielleicht, das ist ja auch das könnte ein Schmetterling werden. Das ist ja auch eine schöne Form. Also eure Papiere, behaltet die. So, was ich aber auch tue, ist keep your papers here, because there are beautiful shapes here. It could be a butterfly.
hier einfach reingehen nochmal, ne, und dann aufpassen, nur mit der Spitze arbeiten und ohne Druck einfach nur so übers Papier huschen. You take the color and work only with the tip from the paintbrush. And very careful, just touch the paper very lightly to pull in some lines like this. And you should have a paper towel always by hand. Ihr solltet immer ein Papiertuch bei euch haben, nämlich um den Pinsel trocken zu machen, to dry the paintbrush, so if you have to take off some water or color from your flower, wenn ihr zu viel Wasser oder Farbe von eurer Blume wegnehmen müsst. Na, ich zeige euch das jetzt mal hier kurz im Detail auf diesem Papier. I will show you this in detail here on this paper. So I have a lot of pigment here. Ich habe hier viel Pigment und das vermale ich jetzt mit viel Wasser. So I go over it, a lot of pigment, and I go over it with water. So now I dry my paintbrush. Ja, jetzt mache ich meinen Pinsel trocken. Und damit ist er in der Lage, zu viel Farbe oder Feuchtigkeit wieder rauszusaugen. And in this way, the paintbrush is able to take off some water and pigment. So you can create some light in this way too. Ja, ihr könnt also auf dem Weg auch Licht schaffen. Ihr müsst dann den Pinsel immer wieder sauber machen. Und trocken machen, weil nur so kann er Farbe wegnehmen. You have to clean your brush and clean water and to dry it a bit, because only in this way the paintbrush will be able to take off some color. Und wenn ihr zu viel Farbe habt, so wie das vorher war, dass das so schwimmt, dann könnt ihr da kaum Kontrolle ausüben. Dann ist es halt, dann spielt ihr damit rum und dann nehmt ihr das, was ihr habt. Das ist auch schön. Aber wenn ihr das ein bisschen kontrollieren wollt, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, dass ich den Farbverlauf und die Intensität kontrolliere, das geht halt viel einfacher, wenn ihr die richtige Farbmenge habt, ne? Und nicht zu viel Wasser, dann könnt ihr das wunderschön vermalen, genauso wie ihr das haben wollt. If you have a lot of water like it was before here, there is no control or it's difficult to control. But when you remove the water and then you have more control to blend or to create the blending that you want to have. A lot of water is beautiful too, but then you have to get to keep what you get or to like what you get. Okay, so, gehen wir also dahin zurück. Diese Art hier ist im Übrigen auch gut dann für lustige Effekte. So, let us go back to here. Diese Art hier zu arbeiten, ist, die meinte ich. Ne? This way to work is also good for some special effects. Ihr nehmt euch hier die Farbe, jetzt mit viel Wasser. You take the color from here with a lot of water and then you add it on your painting. Und dann macht ihr das auf euer Bild. Und auch hier, ne, so das Papiertuch und and here too the paper towel is important. So in this way you keep what you want to keep und ihr nehmt weg, was ihr nicht haben wollt. Also ihr behaltet, was ihr haben wollt und das, was ihr nicht haben wollt, das nehmt ihr weg. So, nächste Information. Nächste Information. Mit einem harten Stift auf ein Papier, was feucht ist, zu gehen, ist
kontraproduktiv, weil die Papierfläche ist dann empfindlich und kann kaputt gehen und das wollt ihr nicht. To go with a hard pencil on a wet paper is not such a good idea because the tip from the pencil will break your paper and you don't want to have this. So it has to be almost dry and you have to be careful. Es muss also fast trocken sein und dann müsst ihr vorsichtig sein oder ihr trocknet es. Or you dry it with some heat. Ich bin jetzt vorsichtig. I will be careful. So I add some darkness here in the middle. Ich mache hier jetzt Dunkelheit rein. Okay. Und hier auch einen Stamm. Zack. It was only one line here. Okay, I add some darkness here in the middle. Very careful. And now, paper towel ready. Papiertuch haben. Und water on your brush. Wasser. And I have my paintbrush from this direction. Because I will create a blending in this direction, so I come and work from here. Ich will das nach da verblenden, also arbeite ich von hier oben. Ja, ich ziehe mir die Farbe von hier nach oben raus. Ganz vorsichtig mache ich das und schubbel das so ein bisschen. Na, du, 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 du. Und jetzt haben wir es nämlich wieder. Now I can see that here are some lines or borders that I don't want to have. And now this is important again, because I take it off. Ja, da kommt das Papiertuch wieder und was ich euch gerade gezeigt habe, weil das hier, das will ich nicht behalten. Ich will, dass das weich ist. Also kann ich das mit dem trockenen Pinsel wegnehmen. Ja, und hier so weich vermalen. Hier unten gehe ich eigentlich gar nicht großartig ran. I don't touch this the deepest point here because I have the black there and it's okay in this way. Im Gegenteil, obwohl, nee, das mache ich dann. Und dann diese Linie vom Stiel, ne, die könnt ihr behalten, so wie sie ist. Man muss nicht alles vermalen. You can keep this line like it is, because there is no must do to blend everything with water. Aber wenn ihr das machen wollt, dann macht euch den Pinsel so flach. But if you want to blend it, and do this with your paintbrush, so it's more easy to follow the line. In der Art ist es leichter, der Linie zu folgen. Ne? Immer so Schrittchen für Schrittchen. Zack, zack, zack. Du, du, du. Step by step, you follow the line in this way. Okay, und jetzt, ne, das Ganze, wir wollen gar keinen zeichnerischen Charakter. Und deshalb machen wir jetzt noch einen Trick. We don't want, I don't want to have a drawing character. So there are some tricks to make it even more watercolor style. It's watercolor, but different. Ja, da gibt es einen kleinen Trick. Und zwar mache ich jetzt hier nochmal richtig fett so hier so ein Pubbel. I add with pressure here some pigment in two colors. Ja, hier mache ich nochmal so in zwei Farben nochmal ein bisschen blau.
And then I take new water and pull it to the right. Und jetzt nehme ich nochmal neues Wasser und ziehe das nach außen. Ja, das sieht dann eben aus wie so ein, oh, wie so ein Aquarellfleck. So. That looks like a watercolor drop. Make it a little bit more loose and natural. Das macht das Ganze ein bisschen lockerer und natürlicher. Na? Okay. Hier warten wir jetzt, bis das trocken ist. Here we wait until it's dry. Und in derselben Art und Weise zeige ich euch jetzt kurz die Inktents. Whoop. Sorry, I touched the screen. Entschuldigung. In derselben Art und Weise jetzt die Inktents Tuschestifte. Ja, wie ich gesagt habe, die lassen sich tatsächlich nur ein einziges Mal mit Wasser anlösen. Danach nicht mehr. Wobei Aquarellstifte sich auch nicht mehr so super anlösen lassen wie eine Aquarellfarbe aus dem Napf. The Inktents, like I said before, are just water soluble for only one time. They are dry. They dry is waterproof. But also the watercolor pencils. They doesn't stay soluble like a pan watercolor. I'm looking for the right color. Ich suche den richtigen. Und dann mache ich mal hier oben noch eine. Ne? Da mache ich mal richtig fett. So. Und dann, I will add the third. With a lot of pigment here. Weil, wenn ihr Bilder malt, dann, also zwei Blumen so nebeneinander ist nicht so eine gute Idee. Also die magische Zahl ist dann immer 3, also immer ungerade. Und hier mache ich jetzt richtig fettes Pigment drauf. Machen wir hier auch. So. I'm the same now, like here. Nehmt ihr das Wasser und plötzt das darauf. Na, also nicht alles zumalen, sondern hier habe ich ja die ganze Fläche zugemalt, aber sie bietet sich durchaus auch an, zwischendurch einfach sowas stehen zu lassen. Das ist ja so aquarelltypisch, dass man weiß stehen lässt. Don't cover the complete surface like I did here. You can keep some white spots because that's a watercolor typical thing that you have a left background there visible. Ja? Ich weiß nicht, ob man durch die Kamera den Unterschied der Pigmentstärke erkennen kann, aber den gibt es. I don't know if it's visible through the camera, the difference in the intensity of the pigments, but there is a difference. So, okay, they are going together here. Ah, ihr merkt das schon, also ich kann das hier weniger jetzt verblenden, weil in dem Moment, wo das trocknet, trocknet das, da ist keine Chance mehr. Während sich das, wenn ich hier lange genug drauf rumrösel, auflösen wird. You can see already here that it's not so soluble anymore because it dries waterproof and this goes very fast. Yes, but it's very good if you would like to work in more than one layer, and I will show you this till it's dry here.
Das ist super, wenn ihr in mehreren Ebenen arbeiten wollt. Ja, das zeige ich euch gleich, wenn das hier ein bisschen angetrocknet ist. Was hier schon der Fall ist, ne? Seht ihr hier. So, wenn ihr Fragen habt, ich gehe ganz stark davon aus, dass diesmal die Kommentare gespeichert bleiben und für mich sichtbar bleiben im Live, wenn ich mir das nachher selber nochmal angucke. Aber wenn nicht, also achtet mal selber drauf, ob die Kommentare sichtbar bleiben. Wenn nicht, seid so lieb, wenn ich das Live nachher gespeichert habe, dann schreibt mir das nochmal in die Kommentare. So, this time I hope that the comments are still visible for me when the live is saved on YouTube. Because the last time there was not to see anymore. So if you have some questions, let me know. But if you realize that in the saved stream your comment is not visible, please comment again under the video later, so that I can give you an answer. Ja, so dass ich euch dann antworten kann. Hier mache ich jetzt mit diesen Stiften genau das Gleiche, wie ich es hier vorher gemacht habe. Ich habe hier mit dem Pinsel schon lang gezogen und das mache ich jetzt aber auch nochmal in dieser Art und Weise. Mit den Inkzen-Stiften könnt ihr genau das Gleiche machen, wie hier mit den hier ist ein Männchen, wie mit den Aquarellstiften. I will pull in some lines in this way, like I did there before, and you can work like with the watercolors before, also the ink tent. By accident, I created a shape of a little human. There is the head missing. Ich nehme hier also die Farbe. Oh, jetzt kriegt er einen Kopf und zwar einen dicken. Now he get the head. A big one. Big head. So. Und jetzt. Das funktioniert nur dann, wenn der Pinsel nicht mehr zu nass ist. This works only if or better, it doesn't work if you have too much water on your brush. You can also do it like this. Ihr könnt das auch so machen. Wichtig ist, dass ihr euren Pinsel danach bitte schön wieder in Form bringt. Important is that that you give your brush later his shape or its shape back. Don't put it away like this. So nicht beiseite legen. Ah, sondern dann macht ihr den wieder schön sauber und mit einer sauberen Spitze. So, ich will euch ja noch so viel zeigen, also muss ich mich beeilen. I would like to show you so many things, so I have to work a little bit faster. Also here, if you don't have the time to wait that it dries and if you don't want to dry it with heat, wenn ihr nicht die Zeit habt zu warten, bis es trocken ist, ihr seid ungeduldig, you're impatient and ihr wollt da nicht mit Hitze ran, könnt ihr natürlich das Schwarz auch vom Papier nehmen. You can of course take the black from the paper, so you can directly add some darkness in your floral center here. And this way. And I will add some color here. To blend it again und um das wieder reinlaufen zu lassen, mache ich das wieder genauso. Ich mach den Pinsel trocken. I dry the paintbrush and I work from here und ich arbeite von der Seite, um das hier aufzulösen und
reinlaufen zu lassen. I work from this side to blend it in very softly and to remove hard lines that I don't want to have. Okay, dafür jetzt noch ein weiterer Trick. Und der weitere Trick ist... One more trick. And the trick is this. What's the word in English? Let me know. Das ist ein Zahnstocher. Wer weiß das englische Wort? Und übrigens, es ist nie zu spät, um irgendwie was zu ändern. And by the way, it's never too late to change something, because here I want to have a little bit more darkness. Da muss ich es ein bisschen dunkler haben. Okay, jetzt nehme ich hier mein Schwarz und den Zahnstocher und ziehe damit da Linien. Da riskiert man aber auch, das Papier kaputt zu machen. Die Spitze muss schön sein. Typical me. But if you have an accident like this, don't be afraid. You do simply this. Es geht besser mit Tusche. It works better with ink. Yes, I can do this. I can add some ink. Ja, ich kann. Das geht besser mit Tusche. Also. Oder mit dem Aquarellnapf. Aber ich kann ja hier ein bisschen Tusche reinmachen. Tja, da stellt jemand eine Frage und ich kann es nicht lesen. Bei mir doppelt sich das auf dem Bildschirm, Leute. There are some questions, but I can't read them because I see everything double there from the comments. Ja, damit kann ich ganz feine Linien ziehen. In this way I can pull in very thin lines. Aber das könnt ihr natürlich auch anders machen, nämlich mit dem Fineliner danach. But you can do it also in a different way. With the Fineliner later. So, dann Aquarellstifte, Inktenstifte. Watercolor pencils, Inktent pencils. There is a difference. You have to see the beginning of the life. If you was coming later, there you have every information that you need. Ja, also ihr müsst zurück hopsern zum Anfang. Wenn ihr eine Materialinfo braucht, dann da erkläre ich alles, was ihr wissen müsst oder solltet oder könnt oder wie auch immer. Same thing as before. Ich mache meinen Pinsel hier flach, genauso wie vorher. Ich mache den Pinsel flach und yuppie. Alles, was ihr an Inktensfarbe nicht erwischt und nicht auflöst, bleibt natürlich wasserempfänglich. Ja? Also wenn euch hinterher mal ein Wassertropfen dann auf das Bild fällt, dann wird sich das dann auflösen, es sei denn, ihr fixiert das. So if you're working with inktens, every little bit of pigment that you don't blend with water with your paintbrush will stay water soluble. So later, when you have a drop of water falling on your painting, it will work, or you have to fix it first. But it will dry waterproof if it was one time in contact with water. Okay, so danach mache ich jetzt hier auf der Seite noch einen kleinen Schatten dahin. I need a little bit of darkness here, so
that it looks a little bit more deep. And I go with this color from here, I go also there. So ihr seht also, ne, ich brauche also ein bisschen Schatten da und ihr seht, ich nehme auch die Farbe von da nach da. Das ist gar kein Problem, beide zu mischen. Man muss nur ihre Eigenschaften kennen. You only have to know the characters or the possibilities of your materials, of your pencils, and then you can mix them together in one work. That's no problem. Okay, das haben wir. Und ich brauche noch ein paar Spritzer mehr. I need some more splatters because it was not the plan to create a painting like this because I was showing here some shapes before and they make no sense. Ich hatte eigentlich nicht vor, so ein Bild zu malen, weil ich ja auch hier die ganzen Blätter im Hintergrund habe und die machen gar keinen Sinn, aber ich finde es jetzt ganz gut. Aber ich brauche Sprenkel. Also ordentlich Pigment abgerieben und so, I rub on a lot of pigment. I go in with water and pew. That's enough. Das reicht. Das reicht mir. Und ein bisschen was davon kann auch wieder weg. I can take off some of them. No, not possible anymore. Too much pigment inside. Okay. So. Und ihr habt gesehen, ich habe also einfach angefangen zu spielen hier mit den Plattformen, aber das kann ich ja integrieren. Also es ist, euer Bild ist erst dann fertig, wenn es euch gefällt und ihr habt ganz viele Möglichkeiten. So, like you can see, I was showing you at the beginning some shapes and how the pencils are working. But you can keep it. You don't have to think too much because your painting is only finished when you like it. And you have on your way, you have a lot of different possibilities. So I take now my fineliner. Ich nehme jetzt einfach meinen Fineliner und bringe das Ganze zusammen. Was ist denn das hier? Blatt? So I take my fineliner and I bring everything together here in this way. So you can add some pattern, some lines or dots or it's on you to what you like. Genau. Ihr könnt also hier Muster ziehen, ihr könnt da Punkte reinsetzen. Das ist, hängt von euch ab, was ihr gerne mögt. Ihr könnt es auch so lassen, ihr könnt es übermalen. Ihr habt da alle Möglichkeiten. Ne? Und ich habe das hier an den Stamm angetitscht. I made a connection here to the flower. And I can do the same thing here, but I think I don't want to. Ich könnte jetzt das gleiche hier machen, aber ich glaube, das will ich gar nicht. Sondern there is another thing that I want to do. So I take the Posca. Sagt man eigentlich Posca oder Poschka? Ja, hier mache ich lieber was anderes, was nicht ganz so super auffällig ist wie das Schwarz. Obwohl die großen Punkte sind auch auffällig. Here I like to do something different. Not as hard as the black lines, but the big dots are very good to see. Ooh. Oh, das ist ein bisschen viel. Don't think too much while working. Denkt nicht so lange nach. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Fliegenbild. It looks a little bit like a champignon. Oder irgendwie sowas, like a mushroom. So. Und wenn ich das nicht mag, dann, ne, schwuppdiwuppdi, kann ich mal kurz den Posca-Marker. So, if I don't like it, I add some water to this and it will
disappear or create something new. Okay, das haben wir eigentlich soweit fertig. Da kommt jetzt auch nur mit dem Posca-Marker bisschen weiß rein. I think it's ready. So I add with a Posca pens, some white in the middle. I can also do it with this one. Ich kann das auch damit machen, der ist halt feiner, ne? Aber der gibt mir dafür mehr Pigment in der Mitte. I can also do it with this one. It's more thin like the Posca pen. It depends on the surface or the shapes that I will create if I choose this or this one. Also some little dots. And also you can create some new light if you need it. Ja, ihr könnt auch damit neue Lichtkanten oder Lichtlöcher, wo ihr das zu doll zugemalt habt, mit dem Stift herstellen, wenn ihr sie dann braucht, damit das Ganze nochmal, ne? Also so kleine Löcher wie hier. You can create some light like here. If you have some light missing, you can go inside here and break it and create some white. Again, if you have some questions, I don't know if I can see them later. Nochmal, wenn ihr Fragen habt, ich weiß nicht, ob ich das hinterher sehen kann, schreibt mir die bitte nachher, wenn ich das live gespeichert habe. Write me again your questions in the comments after I saved the live. Here you can see the difference between the thin one and the bigger one. Hier könnt ihr den Unterschied sehen zwischen dem dünnen und dem breiten. Und now I need some more lines with a fineliner. Jetzt brauche ich ein paar mehr Linien mit dem Fineliner. Das, was ich hier nämlich vorher gemacht habe, kann ich hier auch im Innern der Blume natürlich machen mit dem Fineliner, wobei der schon wirklich sehr, sehr fein ist. Aber es sieht dann halt auch immer elegant aus. Gebt euch dabei nicht so viel Mühe, einfach reinkrakeln. That's a different way to create something in the middle. This is really, really fine on the same. Okay, so I will keep it like this. It's okay. Ich werde das mal für das, ne? Oder ihr macht dann noch so ein paar zeichnerische Linien. Also ihr sagt, wann ihr aufhört. Okay, that's it. And now I will show you the other way. Jetzt zeige ich euch noch die andere Art und Weise, die geht jetzt viel schneller. Ihr habt den Unterschied zwischen Inktense und Faber-Castell Watercolor. Also egal, ob ihr den Aquarellstift von der Firma oder einen anderen benutzt. Here you have the difference. I explained the difference between Inktense and Watercolor Pencil, no matter of which brand. Watercolor Pencil, Inktense. And now in a fast way, I will show you how to work on the white paper with this brush. Jetzt zeige ich euch noch ganz schnell, wie man mit den Dingern arbeitet auf dem richtigen Papier. Das heißt, lasst mich unbedingt wissen, ob ihr es gefallen habt, ob ihr Themenwünsche habt. Please let me know if you like what I do here or if you have some wishes about subjects or whatever. It's important for me, that kind of feedback. Because I plan some online classes for floral painting. I will show you a sample. Weil ich Online-Kurse plane. Okay, also hier zeige ich euch nochmal ganz schnell für die später kamen. Das war die Spur vom Grün und hier habe ich auch so eine Spur vom Grün, die sich nicht auflöst auf dem falschen Papier. Und wenn ihr das richtige Papier habt, dann sieht das so aus. Here I was showing you the shape or the brush pen on the wrong paper, but if you have the white paper, it looks like that.
Also nehmen wir natürlich jetzt das richtige Papier. So, I think it's a good paper. And another color. Und eine andere Farbe für die Blume. Nehmen wir mal die, die und die. Ist das das gleiche Grün? Nee. Sorry fürs Geraschel. Tut mir leid, dass ich hier so raschel. So, damit habe ich auch ein schönes Video auf Instagram. Ne? Einmal die braunen Blumen und einmal die roten Blumen. Avec. Now I start mixing with French. Jetzt fange ich schon an mit Französisch. With these ones, I have a video on Instagram. Brown flowers and red flowers. Very easy to work with them. Total easy damit zu arbeiten. So. Ich fange an in der Mitte mit Dunkel. Und im Prinzip mache ich genau das gleiche wie vorher. Einfach irgendwelche Striche ziehen. I start with the dark and and I do the same thing like before, only in different colors. Just some strokes and adding the color. Do-do-do, and you can mix them together. There are also some blender with it. Da sind auch Blender dabei in manchen Sets. Ne? Also ihr habt da eine Farbvielfalt, das ist schon fast widerlich. Brauche meinen Pinsel. Schnick, schnack, schnuck. Ich wollte eigentlich nicht länger als eine Stunde machen, ne? So. Again. Paper towel by hand, if you are using, you realize that you use too much water. Ja, also wieder das Papiertuch bei der Hand haben, für den Fall, dass ihr merkt, dass ihr für den Moment zu viel Wasser benutzt, dann könnt ihr das... Also wie ihr seht, Orange und Lila zu mischen ist jetzt nicht so die super Idee. Like you can see, to mix orange and violet is not such a good idea because it become a little bit muddy brownie. But I was not thinking about that before. I just do something. Damit könnt ihr natürlich genau das gleiche machen. You can do the same thing like before and paint like this, so it's a little bit more fluffy and ja, da habt ihr mehr diese Formen, die dann, and you can take the color from here and do something like this. You can take out the color from here and smash it on the paper. Also ich mache nichts anderes hier, außer die Farbe vermalen. Und ich behalte ein bisschen Weiß hier. Ne? And do nothing more than just blend the colors with water and to keep some white spaces like here. And maybe, und vielleicht nehme ich hier von hier Farbe and I add some additional controlled lines if I need them. But you don't have to. Okay. Jetzt mache ich hier ein bisschen schwarz in die Mitte und da könnt ihr schnell sehen, dass das jetzt ausblutet. Now I added some black in the middle and you can see that it starts to bleed into the wet color. Ja, und also da riskiert man halt, dass es dann zu viel ausläuft, aber dann könnt ihr ja wieder drüber malen. You risk that it go too much outside, but if that happens, you can paint over it later. So, dann mache ich hier noch ein Stielchen ran.
Und den lasse ich übergehen in grün. Then I add the stamp. I try to remove the color and it doesn't work so good like with the pencils. Also wenn euch sowas passiert, if you have something like that, just go there and try to soak off the color or to blend it in a way, so dass es euch nicht zu hart wird, ja? Dass ihr das einfach verblendet und so. Und jetzt, also hier war schwarz, here it was black. Und das habe ich einfach so runtergezogen. I was pulling it down. Und hier gehen wir jetzt einfach über ein bisschen zum Grün. Und die halbe Miete ist das Arbeiten mit zwei Farben. Ja, also beziehungsweise mit zwei Farbabstufungen. Und ich hatte mir einen anderen Grünton noch rausgelegt. Ich blödi. A little part of the secret is to work with two shades of a color. So I was thinking that I had a second green, but I don't have. Okay, also wenn ich eben kein zweites Grün habe, dann kann, seht ihr jetzt hier, dass ich das auch mischen kann mit den Aquarellstiften. So like I don't have a second green here by hand, I can show you that I can mix it with some watercolor pencils. I just add some water and it's on you. Ja, ich mache jetzt nur Wasser dazu und das ist jetzt euch überlassen, inwieweit ihr diese Form sauber ausmalt oder die einfach stehen lasst oder die Farbe ausbluten lasst oder wie auch immer. It's on you how much attention you will pay to the shape or if you just want to keep it loose and free. You see how fast it's done. So, was ich jetzt selber nicht weiß, ist, ob sich mein wunderschöner Stift da hier oben noch anlösen lässt. I never tried to thin it down when it's almost dry, so I tried for the first time. It works a bit. Also es funktioniert ein bisschen. Ne? Da müsstet ihr dann vorher dran denken. Okay. So. Und dann machen wir das Gleiche. And then we'll do the same thing like before. So adding some lines and white in the middle. Ja, und dann machen wir das Gleiche wie vorher. Schnick, schnack, schnuck. Ein bisschen weiß in die Mitte, wobei ich ja hier schon weiß hatte. Und wieder mit dem Fineliner. Ein paar zusätzliche Linien. Mit dem Fineliner, ich kann es nicht oft genug sagen, die mögen kein Wasser. Also es ist ziemlich mutig von mir, da jetzt in diese frische Farbe rein zu ditchen. I don't can say it enough often that your fineliners don't need water. So it's a little bit crazy for me to go inside that still really wet color. Because I risk to damage my liner. So, I think it's okay like this. Ja, jetzt seht ihr, ich habe das Weiß raufgemacht, wieder weggemalt. Das ist so eine Reise, die ist nie zu Ende. Like you can see, I was adding the white, then I was painting over it, and now I add new white. It's your painting. Sometimes there are very little things and everyone says, oh, it's so beautiful, but you don't like it, so it's your painting. Ja, also die ganze Welt sagt dann, oh, es ist toll, aber ihr mögt das nicht, ja, dann mögt das nicht, es ist euer Bild. Aber hier seht ihr schon, wie sich schön die Konturen auflösen. Und hier mache ich jetzt nochmal ein bisschen Luft rein. You can see that the borders are disappear a little bit, it works.
And I will add some light here, and then it's done. Yep, that's it. You like it? You like it? You like it or not? Let me know. Ja, it's fertig. Mögt das oder mögt das nicht? Lasst mich das wissen. Und ja, das war jetzt die eine Blumenform, immer aus der gleichen Art und Weise. Aber ich zeige euch noch ganz schnell, ne? Das war immer die gleiche Form. Ich ziehe das mal runter, damit man das gut sehen kann. Guckt mal, wenn ihr mit den Stiften einfach nur so macht, ja? So. All this was the same shape. Yes, but what I would like to say to you, try to make your own experience. Don't be afraid about the white. Habt keine Angst vor der weißen Leinwand. Es ist völlig wurscht, ob ihr so macht. It doesn't matter if you are doing like this or like that in a fast way. But do it. Spend your creative time. Have fun. Enjoy what you do. Watch and learn from it. Ja, also das Entscheidende ist, dass ihr das macht. Genießt eure kreative Zeit. Guckt einfach, was dabei rauskommt und lernt davon. Und das Entscheidende ist, wie gesagt, dass ihr das macht. Und das kann viel einfacher sein. Nehmt den Druck raus, habt Spaß und dann ist das alles schön. Na, ich habe da jetzt einfach rumgekleckert. Und da kleckere ich jetzt hier nochmal ganz dolle rum. Und da kann ich euch das jetzt mit dem Zahnstocher nochmal ganz schnell zeigen. Ah, Klipper, Klapper. Na, das ist nämlich meine kleine Distel. Ja. Das funktioniert damit sehr schön. Und da kommt jetzt auch einfach ein... Wie lange hat das jetzt gedauert? 2 Minuten? So, ja, also ich habe euch jetzt damit gezeigt, wie einfach es sein kann. Natürlich braucht man Übung. I was showing you how easy it can be, but of course you need a little bit of practice. But the most important thing is to have fun and to enjoy. And it can be so easy. Just make it. This was a 2-minute flower, I think. I only have a little bit more of experience than you, that's all. Ich habe nur ein bisschen mehr Erfahrung als ihr, das ist alles. 25 years of painting and of teaching. 25 Jahre Erfahrung mit Malen und Unterrichten. Wäre schlimm, wenn man das nicht sieht. So. Da kann ich jetzt in die Mitte nicht ran. I don't can touch the middle, but I will try it. Oh, geht doch ganz gut. Überraschend gut. Hey. I was thinking that it will not work, but it works fine. Surprise, surprise. Cool. Okay, und wenn ihr das richtige, if you have the right paper, you can do the same thing like with the watercolor pencils. Wenn ihr das richtige Papier habt, könnt ihr natürlich mit den Stiften genau das gleiche machen wie vorher mit den, ne? Ihr könnt die Farbe anlösen und you can thin down the color on a different paper and just let it dry and then we add
again some white. Ja, also Farbe anlösen auf einem anderen Papier und darauf plötschen und dann könnt ihr das einfach ja, auf euer Papier plötschen. Und danach machen wir genauso weiter wie bei den anderen vorher. Das heißt, wir warten, dass es trocken ist und dann ein bisschen Helligkeit in die Mitte. Und ein paar Linien hier und da. Das ist jetzt nicht der super-duper Pinsel für Flecken, also für Splatters, für Pünktchen, für Spritzer. Das lässt sich mit einem Flachpinsel besser kontrollieren. Okay, so. Ich zeige es in der Instagram-Story, wenn es fertig ist, weil ich will euch jetzt nicht warten lassen, bis das so trocken ist, dass ich da mit Weiß rangehen kann. I will show you this on Instagram in the story, because I don't want to let you wait until it's dry. Ich habe eine Kleopatra gemacht aus Versehen. So this is important. Das ist wichtig. By accident I created a Cleopatra. That's important. Das ist wichtig, dass ihr auf das, was ihr macht, mit so viel Fantasie und Augen guckt, that you take a look to your bloods and traces with an open eye and with an open heart, and that you watch what happened, and in this way you learn and you keep the fun while painting. Ja, yeah. Or a turtle oder ein Schwan, eine Schildkröte oder ein Schwan. Ja, also ich wiederhole schnell. I will repeat in a fast way. I will show you watercolor pencils, ink, and this. I was explaining them. I will save the life, and then I will add you later some links. So please come back again, save, and check the information box for the links. Subscribe and come to Instagram to know and to learn about my online class if you're interested. Ja, so, also wir hatten Inktense, Watercolor und die Brush Pens. Und ich werde das Video speichern und da noch die Links reinpacken. Also kommt dann später gerne nochmal wieder. Und wenn ihr interessiert seid an einer und ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann kommt dahin, wenn ich meine Online-Kurse bekannt gebe. Ich also zum Beispiel, for example, if you want to learn how to create something like this. Yes, that's a little bit different. But just an example. Also wenn ihr sowas machen wollt wie das, aber das ist echt nur ein Example, ein Beispiel. Okay, und dann nochmal, ich weiß nicht, ob die Kommentare erhalten bleiben. Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt mir eure Kommentare und Fragen bitte unbedingt dann nochmal unter das Video. Again, I don't know if it works that the comments are still visible for me after saving the life. So please come back. Let me know your feedback. It's important for me and your questions so that I can give you an answer. Yeah, I will show you this later on Instagram. Ich zeige euch das später auf Instagram. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt einen schönen Sonntagabend. Ciao, ciao. Have a beautiful evening and I hope that you liked it and learned something new. Bye, bye.